Ich weiß noch, der Jens hat dann als erstes zurückgeschrieben: Ich freue mich schon, wenn dann im Churchtool steht, Los Guitareros sind an dem und dem Abend dran. Drei Gitarren, drei Stimmen und drei Herzen, die für die Anbetung unseres Herrn schlagen. Das Hey! Ich mach's auf der Flachse schon auf. Wir sind Los Guitareros. Drei Musiker aus dem Kreise von GCL Musik, aus dem Glaubenszentrum in Liechtenstein. Das bedeutet Heiko Rehm, Jens Neumann, Maria Winkler. Drei Stimmen, drei Gitarren, die es lieben, Gott groß zu machen, zu erzählen, wer er ist. Drei Gitarren, ja klar. Wir sind drei Gitarren und wir haben selten einen Techniker, weil wir eigentlich dazu entstanden sind, ohne Technik zu spielen. Einfach und deswegen drei Gitarren, weil drei Gitarren manchmal mehr sind wie zwei. Stärke, die wir haben als Band, ist, dass wir eine richtig tiefe Freundschaft miteinander haben. Dass wir am Leben des anderen richtig Anteil nehmen, uns gegenseitig erzählen, was uns gerade bewegt. Und was ich eigentlich an unseren Proben am meisten genieße, ist, dass es ein Treffen von Freunden ist, die sich treffen, die sich austauschen, die dann gemeinsam Musik machen, was eigentlich in jeder Probe in einen Lobpreisabend ausartet. Hey, heute sind wir im Badgelände. Das ist hier in Liechtenstein das Royal Ranger Gelände und wir machen heute einen Open Air Gottesdienst und wir dürfen da spielen und es ist mega cool. Cooles Wetter, danke Jesus. Und ja, wir freuen uns voll und die Gemeinde kommt hier raus und tut sich hier platzieren und guckt, was die Royal Ranger machen. Und das ist so ziemlich genau unser Ding. Open Air! Open Air! Also ich finde ja bei uns immer das so cool, dass so ein bisschen jeder in der Band seine Rolle hat. Jens ist und bleibt unsere Stimme. Hat einfach die mega Stimme, das kommt auch immer wieder raus. Dort einfach so, die trägt so, das ist so mega. Dass dein Name Kraft hat. Wir rufen deinen Namen. Komm in deine Kraft. Wir rufen deinen Namen. Wir sehnen uns nach. Ist unser geistlicher Träger. Maria kann einfach immer beten, was auch wirklich so in die Tiefe bringt. Das ist richtig cool. Der Heiko ist voll der gute Bandleiter. Immer wieder stelle ich fest, wie der es vermag, die Band zusammenzuhalten und Zeichen zu geben, entweder zu gucken oder seine Gitarre so einzusetzen, dass man genau weiß, was gemeint ist. Wir stellen immer wieder fest, dass man ja viele Beziehungen haben kann, auch zu Leuten, die Jesus so noch nicht kennen.
Und uns liegt es auf dem Herzen, sie mit Jesus bekannt zu machen. Und manchmal ist so eine bekannte Melodie, wo sie eigentlich wissen, wie der Text geht, auch, die dann plötzlich ein bisschen geändert ist, auf Gott hin, eine gute Variante ist. Und speziell hat uns eins sehr bewegt. Es ist jetzt eine Kombination geworden aus einem christlichen Lied, was über Gottes Geschichte mit den Menschen redet. Und das ist einfach textlich so ein Rutscher vorhanden, wie es losging, wie Gott sein Volk befreit hat aus Ägypten und dann, was die Menschen gemacht haben. Und dem Lied Hello von Lionel Richie und zwei Bibelversen dazu. Jesaja 65. Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die nicht nach mir suchten. Alone with you inside my mind. Ich war allein mit dir in meinen Gedanken. And in my dream. Hello ist ein Lied zwischen Mann und Frau und der Sehnsucht, einander nahe zu sein und es vielleicht noch nicht so zu können. Was wäre denn, wenn das einfach Gott singen würde, dieses Lied? Hey, bin ich es, den du suchst. Ich frage mich, wo du bist, was du machst. Ich bin's da, weiß genau, was du fühlst und was du suchst. Und es ist so genial. Also das ist echt immer wieder Gänsehaut. Hm. Ich sehe es in deinem Lächeln. You're all I ever want. Dich wollte ich schon hören. My arms are open wide. Meine Arme stehen dir offen. I know just what you need. Denn ich weiß genau, was du brauchst. And I know just what you feel. And I want to tell you so much. Ich möchte dir so sehr sagen. I love you. Ich liebe dich. I love you. Es war dann immer die Frage, wie geht's denn mit uns weiter? In letzter Zeit habe ich einige Sachen in meinem Leben sowieso verändert, was Jobtechnik betrifft und Ähnliches. Und da hat sich für mich auch die Frage gestellt, mache ich generell weiter mit Los Guitarreros oder halt nicht. Und habe mich dafür entschieden, dass es weitergeht, weil die Anbetung einfach in meinem Leben merklich an Gewicht gewinnt. Der Lobpreis vom Herrn, das Musizieren, manchmal ist es, dass die Stimme versorgt. Dann wissen wir uns aber auch herrlich zu ergänzen. Ja, das ist wirklich eine schöne, wie sagt man, schönes Zusammenspiel. Genau. Es heißt mal ein Bandmotto entstanden, dass wir uns gegenseitig nicht in Frage stellen wollen. Also jeder darf so sein, wie er ist, und wir schätzen den anderen, wie er ist. Aber das ist unser Anspruch, dass wir nicht perfekt sein müssen, sondern dass es von innen kommt, mit Leidenschaft. Es ist so eine Freundschaft geworden, wie wir, glaube ich, gar nicht erwartet hatten, aber die einfach passiert ist und jetzt ein Riesensegen, wie ein Riesengeschenk von Gott ist, was wir voll gerne genießen. Jetzt hat man so ein bisschen Stempel gewinnt. Leute, lasst uns doch schnell ein Gruppenfoto machen, wenn es so gut aussieht.
bevor ja. wir dann uns alle verteilen. Oder? Ja. Sehr gut, sehr gerne.